willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Oberligaspiels Altona 93 Meindorfer SV, vierter Spieltag. Das Endergebnis lautet 2:3. Die offizielle Zuschauerzahl 607. Wie immer hat auch diesmal der Gästetrainer zunächst das Wort, Matthias Danzig. Ja, unter der Woche habe ich meiner Mannschaft gesagt, wir machen mal was total Verrücktes. Wir fahren einfach mal nach 11 Jahren nach Altona und gewinnen. Dann sah es zu Anfang leider wirklich überhaupt nicht aus, weil wir im Deckungsbereich, in der Innenverteidigung der Viererkette überhaupt nicht in den Schuhen waren, dilettantische Fehler gemacht haben, den Gegner somit quasi eingeladen haben, zwei Tore zu schießen. Wir haben dann in Standardsituationen glücklich den Anschlusstreffer gemacht und da konnte man eben halt merken, dass meine Mannschaft wesentlich mehr Sicherheit gewinnt. Und eine gewisse Verunsicherung bei Altona habe ich danach sicherlich auch ausgemacht. In der Halbzeit hat dann meine Ansprache ein bisschen Stimme gekostet. Scheint aber gewirkt zu haben. Wir sind dann fortan wesentlich engagierter, aggressiver zur Werke gegangen, haben die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen, die zweiten Bälle mehrheitlich auch gehabt und haben dann über unsere schnellen Außen auch die gute Angriffe nach vorne getragen, die wir dann mit zwei wirklich guten Touren belohnt haben und abgeschlossen haben. Schlussendlich ist es so, wäre ein Unentschieden sicherlich gerechter gewesen, wenn die Chancenverteilung sie bei Altona in der ersten Halbzeit noch in der zweiten gute Einschussmöglichkeiten hatte. Die haben sie zum Glück für uns liegen gelassen. Wir haben aus den Kontern, aus den Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit uns erarbeitet und erspielt haben, zwei Tore gemacht und somit gehen wir hier nach 11 Jahren dann mal als Sieger vom Platz. Olli, dein Statement bitte. Ja, erstmal Glückwunsch, wie ja schon gesagt. Und verdient oder unverdient spielt ja eigentlich die große Rolle. Ich glaube ganz einfach, dass wir es versäumt haben in der ersten Halbzeit, Vielzahl unserer Chancen halt besser zu nutzen und dann hätten wir sicherlich höher geführt als 2-1 und dann behaupte ich einfach mal, dass es ein Tick anderes Spiel wird. Ne? So wie wir die Gegentore dann kassiert haben, ist natürlich dann auch eher unglücklich, weil aus der Sondersituation heraus kriegen wir dann halt ein Gegentor nach einer Standardsituation, klären wir halt den Ball nicht so richtig gut. Und man hat da halt auch gemerkt, und das hat Studio ja eben auch schon gesagt, dass es bei uns so ein Tick fragil ist, ja, die ganze Geschichte. Und Meindorf hat dann halt schon stabil gestanden und hat dann auch relativ wenig zugelassen. Wir, glaube ich, sind rein von den Chancen her und auch spielerisch haben uns einen Tick verbessert, aber vom Ergebnis leider nicht. Und deswegen müssen wir halt einfach genauso weiterarbeiten und werden auch wieder Spiele gewinnen. Danke. Fragen von der Presse an die Trainer? An Matthias Stuhlmacher, der Stadionsprecher hat um 2:3 gesagt, Zazai sei der Torschütze gewesen. Ich habe Uti gesehen. War Uti, ne? Ja. Belohnt sich an seinem Geburtstag mit dem Tor. Passt. Sehr gut. Dann noch Olli Dittberner. Wie geht's mit Uwe und Pfeiffer weiter? Gibt es da einen neuen Stand? Also, wir haben vereinbart, und ich weiß nicht, wie weit das jetzt durchgestellt ist, dass wir das nächste Woche irgendwie öffentlich machen, wie wir mit den Personalien dann halt umgehen. Gleiches gilt auch für den Grundsatz. Gleiches gilt für alle. Stark. Auch für die Trainer. Wie sicher fühlen Sie sich noch im Stuhl? Im Trainerpost bei Altona? Da ist es. Hier wackelt doch nichts. Ja. Oh, nicht so sicher. Sehr selbstsicher. Der Stuhl wackelt zumindest nicht. Woran liegt es denn nach 4 Spielen noch 0 Punkte? Das ist, denke ich mal, weit unter den eigenen Möglichkeiten, was Altona zu leisten fähig ist. Woran liegt das? Woran hapert es nach wie vor? Ja, ich glaube, wenn man die Spiele gesehen hat, dann weiß man, dass wir uns schon viele Chancen erarbeiten und deswegen auch nicht schlecht spielen. Und wir machen dann halt nicht nur aus den Möglichkeiten zu wenig, sondern wir machen auch dann zu leichte Fehler. Und letztlich ist es so, wenn man erstmal
aus meiner Sicht in so einer Spirale drin ist, ist es halt einfach schwierig, da auch wieder rauszukommen. So. Und das geht nur über einen Erfolg und über einen Sieg. Und mit jeder Niederlage und mit jedem Misserfolg wird das natürlich nicht zwingend leichter. Aber nochmal, für mich persönlich ist so, wie wir arbeiten, ist es genau richtig, ja, um halt wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Wir bleiben da total ruhig im Trainerteam und dann wird man auch wieder die Punkte einfahren. So, ne? Wir wissen auch, dass das nicht nur unter unseren Möglichkeiten ist, die Ergebnisse. Wir wissen auch, dass dass die Erwartungen anders sind, nicht nur intern, sondern auch extern. Das wissen wir. Wir wissen, dass die Fans traurig sind, wenn wir verlieren. Wir wissen aber auch, sie sind glücklich, wenn wir gewinnen. Also wollen wir versuchen zu gewinnen, damit auch die Fans dann wieder glücklich sind. Mhm.